So, hallo Leute, willkommen zu einer Runde Days. Ihr seht's gerade schon, ich zock hier gerade Days. Und ich wollte euch mal ein bisschen Ratschläge geben, worauf es so ankommt in den ersten Minuten von Days. Ich bin allerdings schon ein bisschen weiter. Das seht ihr, wenn ich mein Inventar auföffne. Auf G wie Gear oder. Ja, wie Gear. Also auf Englisch das Gear, das Equipment, die Ausrüstung. Nicht dieses deutsche Gear, ich will haben. So, da seht ihr, ich habe momentan eine M4A3 CCO. Nicht ganz häufig die Waffe. Ich habe schon einen großen Rucksack, der 24 ist das Maximum, 20 Plätze hat. Also ich habe den zweitgrößten Rucksack. Den mache ich wieder zu. Close back. So. Dann habe ich hier jede Menge Magazine. Das ist also, hier rechts ist euer Inventar. Also das ist alles hier euer Inventar. Das links ist die Liste einfach nur, was ihr habt. Wenn ihr irgendwas benutzen möchtet, versucht nicht in der Liste rechts zu klicken. Das geht nicht. Ihr müsst hier drüben auf der rechten Seite rechts draufklicken. Dann kommt hier Eat Food oder Drink Water oder Take Morphine, Use Heat Pack, was auch immer. Was halt nutzbar ist, kann man rechts draufklicken, dann kann man es benutzen. Hier oben habt ihr einen Slot für Ferngläser und ich glaube Entfernungsmesser, wenn ich mich recht erinnere. Oder Nachtsichtgerät. Ihr habt einen Hauptwaffenslot, den ich gerade schon angesprochen habe, einen Rucksackslot. Hier habt ihr 12 Slots normales Inventar, was sozusagen eure Taschen sind. Dann habt ihr hier einen Slot für die Nebenhand, das ist eine Pistole bzw. eine Taschenlampe. Hier noch für kleinere Sachen, also Bandagen und Magazine für Nebenwaffen kommt da glaube ich rein. Und dann hier unten habt ihr noch eure Slots, die ich nicht anklicken kann. Doch, jetzt kann ich sie anklicken. Für eure Hilfsmittel, also ein Kompass, eine Uhr, ein Jagdmesser, eine Taschenlampe, kommt hier rein, Karte. So, das ist erstmal die Grundlage überhaupt. Ihr startet mit einem kleinen Rucksack und Schmerzmitteln und einer Bandage. Keine Waffe, nix. So, jetzt habt ihr das Problem. Ich öffne mal die Karte. So, ich habe nämlich schon eine Karte ja gefunden, habt ihr gerade gesehen. Die ist zwar nicht so schön, die Minikarte, aber ihr startet meistens irgendwo hier unten. Kamenka, Komarovo, Tschernogorsk, Elektro, bis hin zu Solnitschi. Das ist so die Spawn-Region. Immer an der Küste. Also ganz genau an der Küstenlinie. So, nun habt ihr das Problem. Gehen wir zum Beispiel auf Tscherno ein. Wenn ihr in Tscherno spawnt oder in der Nähe, ihr müsst irgendwo Waffen herbekommen. Relativ einfach zu finden, in Tscherno oder in Elektro eigentlich, da es dort relativ viele Gebäude gibt. Wenn ihr woanders startet, habt ihr es schwierig. Also erste Priorität ist Waffen, Essen, Trinken. Also eine Waffe, Essen, Trinken. Wenn ihr Glück habt, noch einen Rucksack. Dann könnt ihr euch nämlich schon mal verteidigen. So, ich mache das am besten mal anhand einer externen Map. Zeige ich euch mal, was ich genau meine. Ich habe es hier mal vorbereitet. Das ist sozusagen die gleiche Map, wie wir gerade eben in-game hatten, nur schöner. Das ist auf daysmap.info, die könnt ihr euch auch abrufen. Habe ich eigentlich immer auf meinem Laptop normalerweise nebenbei laufen. Und ich war jetzt ungefähr hier, in dem Bereich. Bisschen südlich vom nördlichen Airfield. Also relativ safe. So, ihr startet halt hier unten in dem Bereich, irgendwo hier an der Küste bis Solnitschi, meines Wissens weiter oben nicht. So, da Tschernogorsk und Elektro relativ häufig sind, beziehungsweise wird Solnitschi dann das gleiche, gehe ich einfach mal auf Tschernogorsk ein. So, und das ist also Tschernogorsk ein bisschen größer. Und ihr seht hier schon solche schönen Pfeile drauf, das sind Gebäude, die besonders wertvoll sind und der Supermarkt und die Fire Station. Also das sind so die Gebäude, die, verdammt, die besonders wertvoll sind.
relativ einfach ist zum Beispiel und gut ist hier dieses Ding. Das seht ihr hier auch, wenn ihr draufklickt, seht ihr immer, was hier spawnen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel kann Müll zu einem Drittel spawnen an den Spawnpunkten. Insgesamt hat das Ding 29 Spawnpunkte für Loot, also für Beute, und dass es überhaupt dort was spawnt, ist 50%. Wenn das gespawnt ist, dann hat es noch ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass das Müll ist. Also es ist nicht so toll, was da drin ist, aber es ist zumindest im ersten Ausrüsten meist relativ gut, wenn man eine Nahkampfwaffe zum Beispiel findet oder sowas. So. Deswegen solche Häuser, die gelb eingerahmt sind normale Häuser, wo halt normales Zeug zu finden ist. Ganz angenehm ist es halt, wenn man zum Beispiel zum Supermarkt geht, weil da findet man Essen, Trinken und meistens auch einen Rucksack oder eine Waffe. Und wenn man noch keine Waffe hat, dann nochmal hier zu der Feuerstation. Die sieht so aus, weil man dort eigentlich ziemlich sicher immer eine Waffe findet. So, hier oben dann die Krankenhäuser. Wenn ihr gleich weit vorgehen wollt, solltet ihr zum Krankenhäusern gehen und euch wenigstens Morphin mitnehmen. Im Idealfall sogar noch Epinephrin oder EpiPens. Weil Morphin hilft gegen Knochenbrüche. Das muss man wissen. Und sonst müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nämlich auch hier zum Beispiel bei dem, wo so viel ist und das Krankenhaus, sind gerne mal Leute, die andere Spieler niederschießen. Ist scheiße, ich weiß, aber da sind gerne mal welche. Da solltet ihr eigentlich nicht ohne Waffe hingehen, sonst wird es ziemlich frustlastig. So, das ist so das Ganze. Wenn ihr das beachtet, könnt ihr wahrscheinlich innerhalb von 10 bis 15 Minuten eigentlich eure Grundausrüstung, sprich Waffe, Essen und Trinken, bekommen. Wie gesagt, guckt euch die Map an. Guckt, wenn ihr spawnt. Ich demonstriere das gleich nochmal. Guckt, wenn ihr spawnt, rechts unten auf die Stadt, wo ihr spawnt, damit ihr wisst, wo ihr hingehen müsst. Ob nach rechts, nach links, am Wasser lang, um in die nächste große Stadt zu kommen, um was zu finden. So, rechts unten, ich bin in der Nähe von Cabanino. Ach so, und noch was, ihr solltet, wenn ihr von Zombies verfolgt werdet, nicht rennen und ins Wasser gehen, weil Zombies können erstens schwimmen, zwar nur langsam und sie verlieren euch sehr schnell aus den Augen, aber sie können's. Und zweitens verliert ihr euren Rucksack sehr wahrscheinlich bei der Aktion. Das ist ein Feature von Arma, das ist so gedacht, das soll so sein. Wenn ihr schwimmt und erschöpft seid, verliert ihr euren Rucksack. Was ziemlich doof ist, weil ihr dann gleich mal 8 Slots weniger habt, die ihr mitnehmen könnt von Anfang an. Auf den meisten Servern, damit seht ihr gerade das Crosshair, auf den meisten Servern ist das, oder vielen Servern ist es aktiviert, manchmal auch deaktiviert, das ist meistens so 50-50. Aber auf jeden Fall, auf vielen Servern ist die Third Person aktiviert. Wenn ihr Enter drückt, also dieses Enter auf den Nummernblock, könnt ihr die Third Person aktivieren und dann seht ihr euch so. Ihr könnt immer noch mit einem Rechtsklick reinzoomen und wieder raus. Also ihr habt halt so einen Toggle. Wenn ihr rechts lange drückt, die rechte Maus lange drückt, dann zoomt ihr rein. Also auch wenn ihr hier seid, könnt ihr noch reinzoomen. Das sollte man auch wissen. Und wenn ihr die linke Alt-Taste gedrückt haltet, könnt ihr euch umschauen, ohne euch zu bewegen. Könnt dabei auch geradeaus kriechen oder euch rennend bewegen, wie ihr wollt. Könnt euch halt bewegen dabei, könnt euch aber umschauen in alle Richtungen. Könnt auch seitlich kriechen dabei. Bewegt euch halt in die Richtung, in die ihr vorher geschaut habt. Ihr seht auch dort so rechts das Fadenkreuz, zeigt es weiterhin an. So. Wenn ihr so euch bewegt, hier schleichend mit Y macht ihr das. Schleichen mit Y bewegt, dam da dam, dann könnt ihr schon mal so auf 2-3 Meter an Zombies vorbeikriechen. Das ist extrem leise, da sehen sie euch nicht, nehmen euch kaum wahr. Die zweite Variante ist, so durchzulaufen. Sozusagen mit X könnt ihr so in so einen gehockten Stand gehen, das ist leise, relativ leise, auf jeden Fall leiser als normales Laufen. Und mit Shift könnt ihr schleichen. Also Shift ist immer noch ein bisschen langsamer alles machen, in dem Fall schleichen. Ich weiß gar nicht, ob das im Liegen geht. Das geht manchmal im Liegen, manchmal nicht. Jetzt geht's gerade. Wenn ihr liegt und Shift drückt, könnt ihr ganz extrem langsam euch fortbewegen. Ansonsten ist es halt so. So, also es gibt noch das Hinhocken. Und wenn ihr C drückt, steht ihr auf. Das ist das Normale. Da aufstehen, rennen. Wenn ich Shift drücke, gehe ich. Ist auch relativ leise.
hat, ich glaube, kaum einen Geschwindigkeitsunterschied zu dem. Wenn ihr aber so rennt, verbraucht ihr extrem viel Energie und Essen. Solltet ihr wissen. Deswegen rennen eigentlich alle, die weit wollen, rennen so. Rennt man halt dann mal eine 5 Minuten länger, bis man in der schnellsten Stadt ist, aber ist ja egal. So. Dann gibt es noch was, also ihr seht schon, YXC ist auf der Tastatur gleich angeordnet. Es gibt kein Springen in dem Spiel, aber es gibt so über Hindernisse hinweg bewegen. Also wenn ich jetzt so einen halb hohen Zaun vor mir hätte, könnte ich mich darüber hinweg bewegen, indem ich V drücke. Ja. Dann könnt ihr euch mit E und Q seitlich lehnen. Und was vielleicht noch sehr wichtig ist fürs ist es Chatten. Ihr könnt mit Punkt und Komma könnt ihr links unten die Kanäle durchwechseln. Group Channel und Vehicle Channel haben, glaube ich, keine Funktion. Es gibt auf manchen Servern einen globalen Channel, der ist meistens hellblau. Und die Direct Communication ist diese normale direkte Chat. Da können euch Leute so auf Rufweite sozusagen hören. Also, ihr könnt es lesen. Wenn ihr Minus drückt, könnt ihr dann was schreiben. Zum Beispiel, hallo, ich liege hier. Bist du freundlich? Zum Beispiel ist so eine typische Frage. Oder kurz einfach nur friendly. Na, friendly. So. Weil, wenn man zum Beispiel jemanden sieht und oder hört und dann fragt man ihn, ist er freundlich, ob man sich ihm zeigen kann oder ob er einen umschießt. Problem, die können natürlich ja sagen und euch trotzdem umschießen. So, was noch vielleicht wichtig ist, rechts oben seht ihr den sogenannten Debug-Monitor. Da seht ihr, wie viele Zombies ihr gekillt habt, wie viele Leute ihr getötet habt, Mörders, ist wie viele Leute ihr getötet habt, Bandits, ist ebenfalls Spielertötungen. Allerdings den Unterschied, Banditen sind Spieler, die schon andere Spieler getötet haben, die es sozusagen verdient haben zu sterben, weil sie sich an den Spielern vergangen haben, an den Überlebenden. Darunter seht ihr euer Blut, das ist sozusagen eure Lebensenergie. Das ist normalerweise 12.000. Ich wurde jetzt schon irgendwie einmal vom Zombie geschlagen oder zweimal. Dann ist es halt nicht mehr 12.000, dann ist es ein bisschen drunter. Dann darunter Zombies, wie viele momentan auf dem Server sind, und also wie viele davon am Leben sind. Und die Temperatur, das ist nicht die Außentemperatur, es ist die Körpertemperatur. Wobei, warum auch immer, 42 Grad normal ist. Und dann noch euren Namen drunter. Zum Thema Blut, wenn ihr geschlagen werdet und hier auf der rechten Seite der Blutstropfen, so ein Apothekerkreuz, so ein Krankenwagenkreuz blinkt, müsst ihr auf die Bandagen gehen und Rechtsklick machen und euch selbst bandagieren, damit ihr, sonst verliert ihr dauerhaft Blut und verblutet sozusagen irgendwann. Was sonst noch hier unten ist, ist einmal Durst, die Trinkflasche und Essen, das ist so das Wichtigste. Essen ist hier zum Beispiel, habe ich gekochtes Fleisch und Wasserflasche habe ich zum Trinken. Die könnt ihr wieder auffüllen, wenn ihr so eine findet, an Wasserquellen, an Süßwasserquellen. Das wird mit der Zeit, so Durst und Essen, also diese Symbole, werden mit der Zeit rot. Und wenn sie rot blinken, leidet ihr sozusagen derbe oder sehr stark an Durst und Hunger. Also wenn eins davon rot blinkt, jeweils Durst oder Hunger. Und kurz darauf, nachdem es angefangen hat mit Blinken, verliert ihr auch Blut da deswegen. Also ihr sterbt sozusagen dann an Verdursten oder Verhungern. Das, was hier drüber ist, ist die Temperaturanzeige. Wie ihr seht, die ist ein bisschen heller geworden, also ein bisschen Richtung Gelb gegangen. Aber 42 Grad ist also relativ normal. Unter 35 ist, glaube ich, kritisch. Also wenn ihr zum Beispiel lange schwimmt, war ich schon mal auf 33 runter. Dafür gibt es dann solche Heatpacks, um euch schnell wieder warm werden zu lassen. Ansonsten könnt ihr euch erkälten und müsst dann Medizin suchen, die wirklich extrem selten ist. Richtig extrem selten. Oder was noch geht, ist glaube ich über 44 oder so, wo es dann auch wieder kritisch wird, wo ihr dann wahrscheinlich Fieber habt. Und dann braucht ihr Antibiotika, um wieder gesund zu werden. Wenn ihr respawnen wollt, weil ihr irgendwie nur noch 100 Blut habt oder so und nicht warten wollt, bis ihr sterbt. Escape, respawn. Dann sterbt ihr selbst und dann müsst ihr auf abbrechen. Ja, sozusagen ausloggen. Nochmal auf disconnect und dann seid ihr wieder hier in der Lobby. Wenn ihr euren Charakter getötet habt oder euer letzter gestorben ist, müsst ihr das immer so machen und dann wieder auf okay.
Dann geht ihr wieder rein und könnt euch einen neuen Charakter erstellen. Werdet sozusagen neu initialisiert, weil der fragt dann immer am Anfang ab, euren Charakter-ID vom Master Server hier, Waiting for Character to Create. Und wenn ihr da keinen findet, sagt er, du darfst jetzt einen neuen erstellen. Und dann kommt ihr wieder raus und seht hier rechts unten Cabanino. Wenn ihr extrem seltene Waffen, achso, was ich euch vielleicht noch auf den Weg geben soll, ich warne euch erstmal davor, als Anfänger auf dieses nordwestliche Airfield zu gehen. Andere Richtung. Weil dort stehen ein paar Gebäude, das seht ihr auch auf der Map. Das sind sogenannte Baracken. Hier unten eine. Und hier oben, ne, da. Da glaube ich. Da eine. Und hier unten eine. Diese haben extrem wertvolle Waffen. Da habe ich zum Beispiel meine M4A3 CCO her. Problem daran ist, das wissen alle Spieler oder fast alle. Deswegen sind dort auch oft Leute, die dann einen Tarnanzug anhaben und mit einem Sniper irgendwo hier hinten liegen oder hier und dann gucken, wenn hier einer rüberläuft oder so, dann holen die den weg. Und das sind meistens dann Waffen, die mit einem Schuss tödlich sind. Das wäre ziemlich doof. Das gleiche Problem habt ihr, wenn ihr ins Dari Sober hier auf dieses Militärcamp geht. Das ist gar nicht so groß eingezeichnet auf der daysmap.info. Da ist bloß hier ist eine Straße, die endet im Nichts und dann ist hier ganz viel gelb. Das ist ein Militärcamp, da könnt ihr auch ziemlich gute Waffen finden. Beziehungsweise Ausrüstung. Allerdings wissen das auch alle Spieler und sitzen dann meistens irgendwo hier hinten im Wald, auf dem Hügel oder so und schauen da runter und wenn da einer kommt, pam. Oder auch gegenüber auf dem Hügel und schießen da rein. Unterschätzt das mal nie. Ihr seht auch die nicht immer auf Anhieb. Ja, das ist so generell das Wichtigste. Ich habe hier eine Uhr, ich sehe gerade auf dem Server, es ist 9, 3/4 10. Das heißt, ich habe noch einiges an Zeit, bis es dunkel wird. Ich glaube, hier wird sogar gerade erst hell. Und ich sehe, dass da Norden ist. Was irgendwie logisch ist auf einer Karte, aber ist ja egal. Kleine Ergänzung noch, was ihr machen könnt, bevor ihr das erste Mal startet. Ihr könnt euer Spielerprofil. Ich habe jetzt hier zwei. Ich habe, glaube ich, mal eins angelegt. Warum ich das nicht löschen kann, weiß ich nicht. Ich habe hier ein neues angelegt in eurem Spielerprofil. Wenn ihr auf New klickt, könnt ihr ein neues erstellen. Hier mit Player 1 und so. Ich mache mal Cancel. Ich zeige euch mal, was meins ist. Könnt ihr auf Edit gehen. Könnt ihr hier den Spielernamen eingeben, wie ihr im Spiel genannt seid. Könnt euch ein Gesicht aussuchen. Dementsprechend auch die Hautfarbe ändern, wenn ihr einen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwo einen schwarzen habe. Ah, hier genau. So. Also, wenn ihr so einen schwarzen nehmt, ist dann auch eure Arme und so weiter schwarz. Also, ihr habt einen komplett schwarzen Körper dann. Ist taktisch vielleicht insoweit sinnvoll, dass ihr halt schwerer zu sehen seid bei Nacht. So, nehme ich den einfach, den, so, fertig. Fire in the hole.